Moin Moin Leute, Tomo hier und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2 im Iron Man Mode. Wir sind immer noch der Herzog von Flandern, mittlerweile schon seit längerem auch König von Frankreich. Und die Ausgangslage ist doch ganz angenehm gerade. Wir heben momentan unsere Truppen aus, wir verstärken unsere Armeen, gucken, dass unsere Domäne sich stärkt. Wir haben alleine über 4000 Mann Truppenstärke mit unseren neuen Provinzen, was durchaus gut ist. Und unser neuester Freund, Herzog Tedberg, hat uns ein Geschenk geschickt. Ein Hundewelpen. Nehmen wir natürlich gerne an. Unser neuer Jagdhund. Und wir nennen ihn Trickster. Ich hoffe ja sehr darauf, dass er zu einem Loyalisten wird. Also hier Tedberg. Das Fein ist vorüber, es hat Spaß gemacht und wir kriegen Prestige. Sehr schön. Und wir kriegen einen Zehnt in Brügge. Wunderbar. Das Schöne ist, wir machen mittlerweile so viel Geld, dass ich tatsächlich darüber nachdenke, ob wir nicht ein Gefolge ausheben sollten. Bis zu 1000 Mann direktes Gefolge können wir haben. Momentan. Würde uns, also ein Rittergefolge von 1200 würde uns jetzt einmal 168 kosten und eine monatliche Kosten von 0,3 verursachen. Ich glaube, ich werde erstmal ein Verteilungsgefolge. Wir müssen es gut überlegen. Ein Gefechtgefolge klingt eigentlich ganz interessant. Und die klingen alle irgendwo recht interessant. Ich habe mich damit noch nie befasst, muss ich sagen. Von daher, wenn ihr Vorschläge führt. Wobei, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Staffel. Eine Bitte an euch, die Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen besser auskennen, die eine Ahnung von dem Gefolge haben, schreibt mir in die Kommentare einen kleinen Mini-Guide oder sowas, erklärt mir, was ich da machen muss, macht mir Vorschläge, wie man es am besten zusammensetzt und sonstiges. Ich werde in der letzten Folge dieser kleinen Staffel, also in der Folge, die am Samstag kommt, werde ich dann nochmal den aktuellen Stand zeigen am Ende, wie es aussieht, wie viel Platz ich habe und so weiter. Und dann warte ich damit auf eure Kommentare und ich hoffe, ihr schreibt mir was. Ansonsten muss ich das nämlich in der nächsten Staffel dann selber machen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und es ist immer noch frustrierend, dass hier Brügge tatsächlich geplündert wurde. Bedeutet weniger Steuern für uns. Aber okay, können wir leider nicht viel dran ändern. Bauen wir einen Milizübungsplatz hier unten. Und hier bauen wir Ställe. Und dann hoffen wir noch auf Ansprüche. Da, Tedbed ist zum Loyalisten geworden. Wunderbar. Ich denke mir generell, wir könnten das eigentlich ganz gut machen. Das bringt mich gerade auf eine Idee. Ich sollte später den Zechereifokus wählen und dann versuchen, mich mit meinen ganzen Ratsmitgliedern anzufreunden. Das wäre ziemlich cool eigentlich, wenn das klappt. So kriegt man nämlich einen Haufen Loyalisten rein, denke ich. Neuer Kommandant wird mein Neffe Ebon Roding. Er ist ein talentierter Kämpfer. Ist er Nachfolger auf einen Titel? Nein. Ist muskulös, hinterlistig und wohltätig und auf allem ein brillanter Stratege sowie ein Organisator. Könnte sehr, sehr nützlich werden für uns. Was sagt meine Manpower? 3200. Steigert sich langsam, aber es steigert sich. Madai hat eine Revolte. Eine Bauernrevolte. Ich weiß nicht, ob meine CPU nicht mehr hinterherkommt, aber ich habe einfach das Gefühl, dass bei Crusader Kings irgendwann es immer Probleme gibt. Das interessiert mich nicht wirklich. Das bin nicht ich. Ach, Adelgim rebelliert. Unser Neffe, nein, unser Cousin rebelliert gerade. Was ist das denn für eine Rebellion? Um was geht es denn? Krieg gegen die Tyrannei von König Hugbert von Burgund. Heißt das, wenn ihr gewinnt, bist du auf dem Thron? Das wäre cool. Herrscher stürzen, tatsächlich. Soll ich ihm helfen? Soll ich ihm helfen? Ich weiß es nicht. Es wäre so schön, wenn er das erbt. Wenn wir dann quasi zweimal Roding da sitzen hätten. Das wäre ziemlich cool. Weil wir auf Burgund halt doch noch ein direktes, an Burgund durchaus ein direktes Interesse haben. Das heißt, auf der anderen Seite wäre eine Kriegserklärung vielleicht sinnvoller. Wir müssen uns nur überlegen, was wir uns holen wollen. Eigentlich habe ich ein besonderes Interesse an Orléans. Problem ist, Deutschland hilft natürlich. Da wäre es vielleicht sinnvoller, Deutschland direkt anzugreifen. Denke ich mir.
könnte Burgess holen, wir könnten Vermandois holen oder wir könnten Westfriesland holen. Und davon wäre Westfriesland doch eigentlich am interessantesten. Brauchen wir nämlich sowieso. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Dann haben wir hier mittendrin auch noch die Luxemburger. Und die müssen wir über einen Krieg gegen das Mittlere Frankreich führen und das bringt uns nicht viel. Dann haben wir euch hier noch. Ah, wir haben hier gleich zwei unabhängige Fürsten. Das heißt, könnten wir Lüttich übernehmen, könnten wir die beiden vassalisieren. Ich markiere mir die mal als wichtig. Die Familie wollen wir sowieso nach und nach vernichten. Falls ihr euch daran erinnert, dass wir den Titel abnehmen wollen. Einen haben wir ja hier. Weil vielleicht haben wir das Glück, dass er irgendwas erbt und dann die anderen mit in unser Reich kommen. Wer weiß. Und unser Hund wird, oder Welpe wird zum Hund. Aufstieg der Schia. Die Spaltung im Herzen des Islams geht zurück auf seine frühen Anfänge. Der Großteil der Sunniten verfolgte lange die Anhänger von Ali, die Schia, und zwang sie in den Untergrund. Die Partisanen von Ali hofften auf Führung durch seine Nachfahren, doch diese waren gezwungen, ihre Verwandtschaft geheim zu halten. Nun aber mobilisieren die Schia ihre Kräfte und folgen einem Jungen, den sie als Alis rechtmäßigen Erben und Imam ansehen. Andere islamische Juristen sagen, dass der Junge eindeutig ein Betrug ist, doch für seine Anhänger ist er derjenige, auf den sie gewartet haben, und sie versammeln sich unter seinem Banner. Sollen sie ruhig gegeneinander kämpfen? Das kann uns nur recht sein, wenn es Probleme gibt dort hinten. Ich weiß jetzt nicht, wo genau, aber es ist meistens irgendwo hier in dem Bereich. Aber die Sunniten, die stabilisieren ihre Lage, die festigen ihre Lage und das gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem tatsächlich hier in Spanien ist das sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Herzog Gosselin von der Normandie hat Graf Hugbert dem Verführer den Krieg erklärt. Die Normandie ist zu mächtig. Vielleicht wäre auch ein Intrigenfokus interessant, aber unsere Intrige ist, glaube ich, zu schwach momentan. Er hat seinen Krieg gewonnen. König Hugbert von Burgund akzeptierte das Friedensangebot von Graf Adalgrim. Das sieht nach einem weißen Frieden aus, finde ich. Casus Belli nicht mehr gültig, okay. Interessant. Gut, dann passiert das eben. Kann man nichts dran ändern. Und ich glaube, ich sollte wirklich eigentlich das Königreich Friesland langsam schaffen. Wie steht denn das Reich von Frankreich zu gründen? Oh, das dauert noch. Weil es wäre durchaus interessant, ein Kaiserreich zu gründen auf lange Sicht. Wir bräuchten dafür allerdings, wenn wir hier mal gucken, um ein neues Kaiserreich zu gründen, Prestige von mindestens 8000. Das dauert noch eine Weile. Und eine Reichsgröße von 180. Das können wir sogar schaffen. Aber auch drei Königstitel. Gut, das wäre auf jeden Fall möglich, denn wir haben momentan Frankreich. Wir können Friesland theoretisch schon gründen. Und Bretagne ist nicht nur ein Herzogtum, sondern auch gleichzeitig ein Königreich. Das heißt, wenn wir das Herzogtum haben, können wir auch gleichzeitig direkt das Königreich gründen, theoretisch. Und, oh fuck. Oh fuck. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay, stopp, was wollt ihr haben? Was ist das, worum geht's? Heiliger Krieg um die Gascogne. Okay, 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 okay. Gucken wir uns das erstmal an. Was würden wir kriegen, wenn wir gewinnen? Unmengen an Geld. Pietät, Prestige, etc. Okay. Ich heb mal meine Truppen aus und sammle meine Truppen. Und hoffe einfach mal, dass ich Glück habe und meine ganzen Nachbarn mir zu Hilfe eilen. Denn das ist ein heiliger Krieg. Das bedeutet im Klartext für uns, dass die anderen durchaus Interesse daran haben, uns zu verteidigen. Und darauf müssen wir jetzt hoffen. Wir sammeln uns hier oben in Paris. Ihr schließt euch bitte an. Und zwar so rum. Man steht ebenfalls in die Richtung. Und ich muss jetzt darauf hoffen, dass wir Unterstützung kriegen. Wenn nicht, können wir gleich aufgeben. Diese eine Provinz, darum wäre es nicht tragisch, wenn wir ehrlich sind. Aquitanien unterstützt uns schon. Sehr schön. Und da werden noch mehr dazu kommen. Die fränkische Bevölkerung in Bologna ist französisch geworden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist die erste unserer Provinzen, die jetzt tatsächlich französisch wird. Vor allem, da wir jetzt ein sehr, sehr guter Verwalter sind, steigert das unsere Chancen, dass sich da in der Richtung was ändert. Erst das. Das ist die Grafschaft Kerneth. Dankeschön.
Ich heiße absolut jeden willkommen, der mir helfen will. Das könnt ihr mir glauben. Ist nicht so, als könnte ich es mir leisten, nein zu sagen. Ihr marschiert jetzt erstmal hier hin. Ihr marschiert mit hier rein. Schlagt die Plünderer hoffentlich zurück. Und jetzt sammeln sich einfach mal alle hier in Paris. So. Aber ich werde definitiv noch mehr Hilfe brauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Könnt ihr mal einen Blick auf die Statistik werfen? Welches... Ihr seid das Reich von Hispanien. Okay. Gucken wir mal. Unabhängige Staaten. Die größte Armee, da haben sie wahrscheinlich. Sie haben 13.000 Mann. Oh, crap. Gut, wir haben 8.000 theoretisch. Von daher, wir können auf jeden Fall Widerstand leisten. Hoffen wir, dass wir gut Verbündete reinkriegen, aber... Aber gut, wenn die restlichen Franzosen uns helfen, dann schaffen wir das. Also wenn Burgund und das mittlere Frankenreich beitreten und eventuell sogar die Deutschen, dann haben wir da sehr gute Chancen. Ich meine, den Krieg zu verlieren wäre für uns kein großer Verlust. Das ist klar. Das wäre höchst eigentlich nur die Pietät und das Prestige, was uns wehtun würde in erster Linie. Das wäre nur diese eine Provinz, die uns sowieso noch nie wirklich wichtig war. Aber wir haben unheimlich viel zu gewinnen. Kein direktes Land, aber Unmengen an Geld. Alleine deswegen lohnt es sich fast schon. Und die Idioten kämpfen natürlich jetzt schon. Die rennen natürlich nach vorne, an die Front. Die Schwachköpfe. Gut, sammeln wir uns. Okay, ich habe meine gesamten Truppen ausgehoben. Wir sind bei etwas mehr als 6.000 Mann. Damit werden wir wahrscheinlich keine Chance haben. Liedsübungsplatz in Bologna ist fertig. Was haben wir hier? Einem Kind fehlt der Bildungsschwerpunkt. Unserem Genie, Prinz Alm. Oh, das ist unser Genie. Okay, okay, okay. Herzlich, zaghaft, manipulierbar. Das klingt für mich gut nach diplomatischer Ausbildung. Du wirst ein Diplomat, mein Junge, und ich hoffe, du... Oh, du bist krank, das ist schlecht. Erstmal Plünderer zurück ins Meer werfen. Oder zumindest verdrängen. Und wir müssen jetzt hier außen rum. In der Hoffnung, dass wir diese Armee... Und sie... Ah, sie ziehen ihre Truppen dazu. Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Schön nach Armagnac. Okay. Ich würde tatsächlich gerne... mich hier nach Béarn stellen. Einfach, weil es Berge sind. Weil wir das gut verteidigen können. So, stopp. Erst... Oh, die greifen uns an. Wir marschieren dennoch weiter nach Béarn. Und hoffen einfach, dass wir die... dass sie zu uns kommen. Tun sie nicht. Und sie marschieren weiter weg. Okay, wir gehen in die Offensive. Wir riskieren das jetzt. Wir riskieren das jetzt und wir müssen nämlich eine Armee schlagen. Sonst haben wir verloren. Toste, der Fette, hat König Rohr... Okay, mittleres Frankenreich fällt raus. Wir haben viel zu tun. Ah, aber hier, die Grafschaft Bröcek, unsere Nachbarn, bieten uns ebenfalls die Hilfe an. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Diese Schlacht hier könnten wir gewinnen. Ich habe meine Ambition erfüllt und mein Erbe ist erwachsen. Grafschaft Jülich. Okay, ihr bietet ebenfalls eure Hilfe an. Vielen, vielen Dank. Du bist erwachsen, Junge. Thomas von Leon ist erwachsen. Der Graf von der Bretagne, der zukünftige Herzog von der Bretagne. Oh, das ist... Das wird eng. Das verlieren wir. Ich frage mich, ob es überhaupt Sinn macht, diese Schlacht weiterzuschlagen. Als ich heute Morgen erwachte, bluteten meine Hände und Füße und ich spürte einen stechenden Schmerz in der Seite. Was ist nur los mit mir? Das sind Stigmata. Gott hat mich gesegnet. Religiöse Eiferer, das wäre jetzt natürlich sehr, sehr passend in diesem Augenblick. Oder wir suchen einen Arzt auf. Zynisch und gestresst. Nein, wir nehmen den religiösen Eiferer. Den können wir sehr gut gebrauchen. Niederlage für uns. Wir werden diese Schlacht nicht, diesen Krieg nicht gewinnen können. Nicht ohne große Verstärkungen. Deshalb, so leid es mir tut, wir müssen kapitulieren.
Mir bleibt nichts anderes übrig. Das gefällt mir. Bist du ein Sohn von ihm? Auf jeden Fall ein Verwandter. Das ist ein potenzielles Bündnis mit der Lombardei. Das hättet ihr mir auch etwas früher anbieten können. Wir wollen eine Kriegskasse anlegen. Sehr, sehr gerne. Wir könnten meinen Untertanen erpressen, aber das lassen wir natürlich. Ich möchte stattdessen viel lieber gleich meine Armee einstampfen und hoffen, dass wir wieder was Neues aufbauen können. Das war sehr unnötig, dass wir diese Verluste überhaupt gemacht haben. Du möchtest einen Höfling von mir heiraten. Brauche ich sie? Ich würde sie eigentlich gerne behalten. Tut mir leid. Das war schlecht, das war sehr ungünstig. Okay, Armee wird eingestampft. Gut, dieser Teil der Armee wird eingestampft. Der Rest marschiert erstmal Richtung Norden. Und das ist echt ungünstig. Wir werden uns rächen, Leute. Früher oder später. Wir müssen unsere Macht steigern und wir haben halt gegen dieses Reich keine wirkliche Chance, leider. Das war die erste tatsächliche Niederlage. Wenn wir mal so drüber nachdenken. Bitter, wenn auch natürlich, es war zu erwarten, dass wir irgendwann mal verlieren müssen. Wir haben es versucht und wir sind gescheitert an dieser Schlacht. Hätten wir diesen ersten Kampf gewonnen, hätten wir vielleicht sogar eine Chance gehabt. Aber da war es dann doch zu spät. Ich möchte meine Armee mal einstampfen. 2500 Mann haben wir gerade. Von 5000. 5000 wäre natürlich Bombe, wenn wir da hochkommen. Und Aufstand von Münster. Okay, was können wir Sinnvolles tun im Augenblick? Das ist die große Frage. Ich meine, mein Rat ist mittlerweile besteht aus 2 Loyalisten. Das ist cool. Brauchen nicht mehr viel mehr. 2 stimmen zu, 4 sind dagegen. Ich werde meinen Fokus jetzt tatsächlich umstellen auf Zecherei. Und möchte dann auch sogleich meine anderen Ratsmitglieder zum Zechen einladen. Dich und dich ebenfalls. Wo ist das denn? Geht das nicht? Geht nicht, weil er nicht im Frieden ist. Ach so, ach, na gut. Wir werden jetzt mit dem Gold so lange warten, bis wir unsere Ambition erfüllt haben erstmal. Ah, okay. Herzog Florian macht nicht mit. Machen alle nicht mit. Das ist uncool. Das ist echt uncool. Das ist schade. Das wäre praktisch gewesen. Ich muss aber mal gucken. Wer sind denn die anderen Ratsmitglieder, die mir denn tatsächlich treu ergeben sind? Das ist Tedbert, der ist schon mein Freund. Den möchte ich auf jeden Fall auch einladen. Zur Zecherei, der wird das Ganze auch annehmen. Da bin ich mir sicher. Er ist allerdings im Kampf. Und Angelbert, mein Neffe. Ja, laden wir ihn ein. Den Herzog von Poltu. Und wenn wir zu zweit zechen, zechen wir halt zu zweit. Wenn sonst keiner Lust hat. Ja, kann ich. Warum nehmen sie ihn alle nicht an? Das ist schade. Nun gut. Wie viel Gold brauchen wir eigentlich? Wir brauchen 700 für ein Königreich. Das haben wir schon fast. Wir brauchen außerdem neue Generäle. Ich mache so wahnsinnig viel Geld im Moment. Das ist so gut. Das ist so unglaublich gut. Unsere Tochter, Prinzessin Eve. Okay, muss es allein lernen. Ist es mir nicht wert, da irgendwie was zu machen. Und wir haben unsere Ambitionen erfüllt. Wir haben keine neuen Ambitionen mehr, die wir uns holen könnten. Es ist eine unangenehme Situation teilweise insgesamt, dass wir jetzt den Krieg verloren haben. Deutschland ist immer noch mit Burgund verbündet und wir haben keine Bündnisse. Wobei, wir könnten ein Bündnis mit der Lombardei schließen. Ein Bündnis schmieden wollen wir. Sehr, sehr gerne sogar. Leider will niemand mit mir zechen. Ihr seid langweilig. Gut, wir haben ein Bündnis geschlossen. Damit haben wir jetzt definitiv die Möglichkeit, gute Kriege zu führen. Eine Invasion ersuchen wäre eigentlich auch mal interessant. Okay, dafür müssten wir aber mächtiger sein als die andere Nation. Weniger mächtig, Entschuldigung.
Ich denke mir halt, es lohnt sich nicht, Kriege zu führen wegen einer einzigen Grafschaft. Normalerweise nicht so große Kriege zumindest. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte mir eigentlich jetzt gerne hier Kernöffnern holen, damit wir die Bretagne endlich vereinen können unter unserer Flagge. Damit wir auch das Herzogtum gründen können. Aber momentan konzentrieren wir uns unseren Blick auf jeden Fall nicht auf Spanien. Artois ist ebenfalls französisch geworden. Das geht richtig schnell gerade mit einem guten Verwalter. Das ist sehr, sehr gut. Zweite Provinz schon. Wenn wir jetzt die ganzen Provinzen französisch bekehren, dann ist das super. Das hängt ja direkt von den Verwaltungspunkten ab, soweit ich weiß. Ach so, und ich sollte natürlich wieder was bauen. Da war ja was. Wie viele Schiffe haben wir momentan? Insgesamt könnten wir auf 25 kommen. Das heißt, es macht tatsächlich langsam Sinn, unseren Blick auf England zu richten. Auf die Briten. Aber ich möchte dennoch mehr Schiffe haben, bevor wir das machen. Einiges mehr. Da, Burgwerft können wir bauen. Sehr schön. Die Burgwerft ist jetzt mein priorisiertes Gebäude. Wenn wir sie denn irgendwo bauen können. Okay. Gut, dann bauen wir hier jetzt was anderes in Gün. Bauen wir nämlich den Milizübungsplatz in Artois. Bauen wir gar nichts erstmal. Wir sparen uns das Geld jetzt ein bisschen. Unsere Vasallen sind uns relativ treu ergeben. Wir könnten bestimmt bald wieder Gesetze ändern. Denn, genau, wir wollen immer noch die Verwaltung und hier verändern. Das heißt, wir brauchen mehr Loyalisten. Wir haben momentan drei Gegner, zwei Unterstützer. Also beziehungsweise eigentlich müssten wir nur einen von denen auf unserer Seite kriegen. Dann müsste das nämlich reichen, weil wir selbst ja auch noch eine Stimme haben. Gucken wir mal auf unseren Rat. Meine Ratsmitglieder. Was kostet mich einen Gefallen von dir? 54. Gut. Ich kaufe mir einen Gefallen und ich fordere seine Ratsunterstützung. Dann sollte das nämlich tatsächlich ausreichen. Bitte die Unterstützung im Rat. Sehr schön. Dann wollen wir mal die spätfeudale Verwaltung einfügen. Die anderen beiden Loyalisten unterstützen das Ganze, ja. Oder sollten es zumindest unterstützen. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Damit haben wir spätfeudale Verwaltung, meine Freunde. Und wir könnten damit rein theoretisch die Primogenitur einfügen, sobald wir die Regierung haben und unsere Vasallen aufhören, sich zu bekämpfen. Und ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich mal den Reichsfrieden durchsetzen. Denn ich habe keine Lust, dass sich meine Vasallen da gegenseitig die Köpfe einschlagen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ja, Rat ist zufrieden, stimmen dem Ganzen auch zu. Passt, können wir machen. Er ist dagegen, weil er einen Krieg gewinnt. Und er ist dagegen, weiß ich nicht, einfach so, okay. In 2 Monaten werden alle Kriege enden, wenn sie es nicht vorher selber machen. Nun gut. Ich bin halt tatsächlich am Überlegen, ob die Primogenitur so sinnvoll ist, weil momentan fühle ich mich mit der Wahlmonarchie tatsächlich eigentlich ziemlich wohl. Das klappt sehr gut. Die Frage ist, wie lange das noch so gut klappt. Vor allem, wenn wir dann mehr als eine Monarchie haben. Als ein Königreich. Wenn das Königreich Friesland müssen wir auf jeden Fall noch gründen. Der Reichsfrieden wurde durchgesetzt. Nein, wird. Ja, wurde durchgesetzt. Und es gibt gleich den nächsten Krieg. Super. Unsere Vasallen können keine Kriege gegeneinander führen, aber machen es trotzdem. Na toll. Mit Essex verbündet sich der Herzog. Okay, der König, das ist interessant. Das sind so viele nutzlose Bündnisse eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Sie sind im Krieg. Das Sultanat hat Rebellen.
Aber nicht ein Unabhängigkeitskrieg wäre natürlich am besten. Krieg gegen die Tyrannei. Nein, sie wollen einfach nur jemand anderen auf den Thron setzen. Dennoch sehr, sehr interessant. Wäre ich auf meiner maximalen Truppenstärke, würde ich es vielleicht sogar versuchen gerade, aber so ist es schwierig. So macht es leider nicht wirklich viel Sinn. Oh. Mein Essen hat in letzter Zeit seltsam geschmeckt und ich habe angefangen, immer weniger zu essen, aus Angst vergiftet zu werden. Ich traue dem Hofspitzel nichts zu, den Giftmischer zu finden. Der Einzige, dem ich vertrauen kann, ist mein Freund. Könnten wir machen. Oder wir haben eine Chance, dass wir krank werden. Na, wir gucken mal. Gemeinsam mit unserem Freund Herzog Tedbert kümmern wir uns mal darum. Ich habe eine Idee. Ich könnte seinen Nachfolger einladen zum Zechen. Dann kann ich mich mit dem schon mal anfreunden. Willst du zechen? Hast du Lust? Nein, leider nicht. Meinen Sohn kann ich einladen. Ich würde am liebsten einmal alle einladen. Einmal die ganze Liste. So, dich kann ich aber noch einladen, oder? Nein, warum? Weil er die Einladung erst abgelehnt hat, kürzlich. Ah. Nun gut. Das ist legitim. Gut, mit unserem Bruder können wir uns vielleicht anfreunden. Ein wenig. Wenigstens das. Unsere Neffen teilen sich das jetzt. Mukhtar von Göttingen ist leider verstorben. Um ganz sicher zu sein, ob das Essen vergiftet war oder nicht, benötigte Herzog Tedbert eine bestimmte teure Ausrüstung und ich war derjenige, der dafür zahlen sollte. Obwohl das Essen seltsam schmeckt, fühle ich mich nicht schlechter als vorher. Die Frage ist, ob es wirklich nötig ist. Will ich es wirklich wissen? Einfach nur, weil ich wissen will, was es damit auf sich hat. Ich habe da irgendwie Lust drauf. Mein Bruder nimmt nicht teil. Endlich nimmt jemand teil. Mein Sohn nimmt teil. Immerhin. Der nimmt auch nicht teil. Das gibt's doch nicht. Alle keine Lust auf mich. Das ist uncool. Das ist echt nicht nett, Leute. Mit der angeschafften Ausrüstung nahm Herzog Tedberg eine Untersuchung auf und es hat nicht lang gedauert, bis er mir das Resultat präsentierte. Der Koch hat ranziges Fleisch im Eintopf verwendet und versuchte den Geschmack mit Gewürzen zu überdecken. Einige davon giftig, wenn sie nicht sparsam angewendet werden. Daraufhin habe ich den Koch, wir wissen es nicht, wir müssen einen neuen Koch finden. Intrige erhöht sich. Also war das eine lohnende Investition. Und unsere Burgwerft wurde fertiggestellt. Oh, das sieht gut aus. Unsere Flotte wird größer. Deutlich größer. Sehr schön. Bis zu 27 Schiffe können wir jetzt schon alleine stellen. Ach, ich freue mich schon darauf, wenn wir uns in England ausbreiten können. Dann verhindern wir nämlich, dass es zu einem großen geeinten England kommt. Von vornherein. Weil Mercia und Northumbria schon recht stark sind. Und unsere Tochter ist ein kaufmännisches Genie geworden. Das gefällt mir doch sehr. Wunderbar. Also ihr müsst sich ja fast schon, also ich muss ja fast schon dafür sorgen, dass sie Titel bekommt, damit das Ganze französisch wird. Gut, aber wir sollten uns nicht aufhalten lassen und auf jeden Fall weiter bauen, finde ich. Ein Bergfried in unserer Hauptstadt zum Beispiel. Das macht sich doch immer gut. Aber ich würde auch sagen, das ist ein guter Moment für einen Cut. Wichtig, denkt an die Sache mit dem, ihr wisst, was ich meine, mit dem Militär. Hier, mit dem Gefolge, das ist das Wort. Und die Gäste für meine Feier sind da, aber diese Feier machen wir erst ein andermal. Denkt an die Kommentare, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis morgen. Ciao!